So, liebe Leutchen, da sind wir wieder am Start. Und dann gucken wir mal nach unserer, ja, Pleite im Pokal, ne? Müssen wir jetzt ein bisschen kicken, dass wir die Jungs wieder fit kriegen. Also, einige unserer Spieler könnten heute auf Training keine Lust haben. Aha, weil wir verloren haben, oder was? Ist jetzt so geil. Da bleiben schon mal die Ersten weg. Ja, sehr schön. Gut zu wissen. Wir wollten aber heute mal ein bisschen schauen, wen wir denn hier richtig trainieren, wen wir fit machen. Ich habe ja gesagt, bei Max Power wussten wir das ja schon vom Wochenende her, dass seine Fähigkeiten dann vielleicht in Schnelligkeit, Kraft und Kondition liegen sollten, dass wir da ein bisschen nach oben gehen, das ein bisschen üben mit ihm. Also, Max Power können wir auf jeden Fall dann, wenn es soweit ist... Alles klar. Ich hoffe mal, wir versammeln die Jungs alle. Nicht, dass die wieder automatisch trainieren gehen, denn ich wollte das ganz gerne mal ein bisschen planen. Man soll die aber auch nicht durchlaufen lassen, das ist das nächste Problem. Da haben wir schon mal Max Power. So, alle. Ich nehme jetzt einfach mal Maxi alleine. Wo haben wir ihn denn? Da. So, Max geht alleine jetzt laufen. Das haben wir geklärt. Alles klärchen. So, wo haben wir die Stürmer? Das ist Max. Was kann denn die Lawine? Gut, der geht dort ins Fitnessstudio, oder wie? Hohe Bälle ist ja schlecht. Und Grundfitness. Ja, dann können wir ihn ja hohe Bälle trainieren lassen. An die Latte trödelt herum sie nach, ob er eine Sucht hat. Alter Falter, wo ist er denn? Da. An die Latte, unser Torwart. Ja, wir müssen da... Ja gut, er braucht ja hohe Bälle, kann er ja üben gehen, aber ich denke mal... Macht das Sinn? Ne, eigentlich nicht, ne? Komm, wir schicken mal an die Latte, schicken wir mal... Wo haben wir ihn denn? Den schicken wir mal hier hin. Und dann nehmen wir noch dazu, den Christian Stender, der kann hier mitüben. Na los. Warum macht er das denn? Warum will er nicht hier hin? Ah, der muss denn hier hin. Ach, da kommen die Torwartmänner hin und da kommen die... Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, dann nehmen wir auch noch Willi Holz raus. Ups. Zack. Nein, jetzt nicht mal hin. Willi Holz raus. Wo ist er? Libelle, das sind die Keeper alles. Okay. Alles klar. Okay, Christian Stender schießt. Dann können wir auch noch... was kann denn Klaus Thaler? Gut, wir können mal gucken. Die Verteidiger können wir auch noch ein bisschen üben lassen. Also, Beste. Wir können doch eigentlich die beste Elf nehmen, oder? Top Elf. Bei den Verteidigern. So, pervers. Schnelligkeit, Kraft, Kondition. Eigentlich nicht schlecht von den Werten her. Vielleicht lassen wir ihn da ein bisschen hohe Bälle trainieren. So. Nein, der kann hier bleiben. Wo haben wir ihn denn? Pervers. Wo bist du, mein Freund? Kann ich nicht, wenn ich den hier oben ausgewählt habe. Eigentlich wäre es so toll, wenn ich... Ah, so kann ich hin... Ah, ich verstehe. So, jetzt wähle ich aber alle aus. Will ich aber nicht. Jetzt wähle ich nur ihn aus. Habe ich recht? Ja. So, den schicken wir mal hier hin. Hohe Bälle üben. Dazu nehmen wir dann noch einen aus dem Mittelfeld. Den Emre, der spielt da. Und das ist der Klaus Thaler. Wie wär's denn mit die Lawine? So. Ein bisschen verteilen müssen wir es ja. Wer läuft denn da seine Runden? Da haben wir ihn. Max Power. Ja, das sind die Stürmer halt. Molotow fand ich richtig stark im letzten Spiel. Wo hängt der denn rum? Ah, der macht wieder Krafttraining. So, den schicken wir mal her. Der hat schon so viel Krafttraining gemacht. Den schicken wir mal, taktische Fähigkeiten trainieren. Okay, wo haben die jetzt noch die Defizite? Franco Foda, wo hat der so sein Defizit? Bei Decken und Passen. Ja, Passen geht. 55, Dribbling, Freistöße, Kondition. Ja... Wir können auch die Jungs, die hier sind, kommen, die schicken wir einfach mal aufs Konditionstraining. Das ist ja eigentlich immer wichtig. Ach, die sind verletzt. Sehe ich gerade. Schau mal eine an. Ja, dann können sie doch Dinge machen. Taktiktraining, oder? Auch wenn sie verletzt sind? Geht das nicht? Nee, es geht nicht. Dann müssen wir sie hier zum Physiotherapeuten schicken. So, zwei da und er... Er kann hier
Straftraining machen. Billig. Ist der echt verletzt? Ja, hier sehen wir es. Was können wir? Torschüsse könnte er mal üben. Das ist ganz schlecht bei ihm. Na gut, der ist aber auch kein... Billig ist verletzt. Setz ihn beim Physiotherapeuten ab, nachdem er durchgecheckt wurde. Alles klar. Ja, machen wir, wenn er dann durchgecheckt wurde. Aber wir haben so ein paar Verletzte. Die sind schon alle belegt hier, die Physiotherapeutenplätze. Na, so. Hier sehen wir das. Die müssen wieder fit gemacht werden. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die nicht zu lange laufen lassen. Guck, jetzt ist Max Power auch verletzt. Boah, BTF, die dürfen echt nur ganz kurz am Tag laufen. Ansonsten kriegen wir ein Problem. Das ist ja ärgerlich. Das heißt, wir müssen, wenn die laufen, müssen wir deren Fitness beobachten. Ist ja geil. Also. Gucken wir mal. Technischer Status. Physischer Status. Okay. Da sehen wir es sofort. Taktisch, technisch. Wichtigste zu trainierende Fähigkeit. Der müsste eigentlich ins Training gehen hier. Die Lawine müsste eigentlich... Interessant. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, Max Power ist jetzt verletzt. Natürlich, ist natürlich super. Wir dürfen die echt nicht so lange laufen lassen, die Jungs. Wer ist denn noch hier am Laufen? Der Schornsteinfeger. Und dann schicken wir den Schornsteinfeger mal zum Strafstöße machen. Dann dürfte eigentlich gar keiner mehr auf der Laufbahn sein. Ja, keiner da, okay. Den haben wir hier. Billig haben wir hier. Der kann jetzt momentan nicht zum Physiotherapeuten. Reiner Zufall ist fertig. Okay, dann können wir ihn jetzt doch hinschicken. Alles klar, sehr gut. Jetzt hat er wieder eine 100. Klasse. Da werden die fit gemacht jetzt am Tag. Und wo haben wir Max Power? Da ist er. Ist er schon drin? Ja, er ist schon da. Wird durchgecheckt. Klasse, und dann können wir ihn dorthin schicken. Wenn wir wissen, was er hat. So, wen haben wir hier? Das ist reiner Zufall. Das ist interessant. Wir können nochmal reingehen. Persönlichkeit. Gesundheit. So, Energielevel. Hier, ziemlich weit unten bei der Lawine. Nehmen wir mal die Lawine. Packen den jetzt ins taktische Training. So, hier auch ziemlich unten. Dann können wir Mats Powischer. Den können wir ein bisschen auf die Laufbahn schicken. Der hat ja noch Kraft. Genauso wie sehr gefährlich. Sehr geil. Sehr cool. Was ist mit Torge? Ja, komm. Der. Ach, der ist verletzt, ja. Die sind alle verletzt. Was ist mit den Jungs los? So, können wir den nicht hier absetzen? Ne, anscheinend nicht. Das kann er nicht machen, das kann er nicht machen, das nicht. Max Power ist da. Können wir Maxi jetzt nicht hier hinsetzen? So ein bisschen umdrehen. Jetzt haben wir schon wieder Spieltag gleich, ne? Das ist natürlich super. Ah, okay. Da wird er jetzt fit gemacht. Hier sehen wir auch Verletzungen der Spieler. Ja, es hält sich in Grenzen. Hier sehen wir die Energie. Okay, öffentliche Training ist vorbei. Ah, dann können wir die Jungs auch in den Feierabend schicken. Okay, ein bisschen kommen wir voran. Yeah! Wir müssen nur gucken, dass wir dann auch wirklich das trainieren lassen, was sie können. Wenn die ganze Zeit, wenn die den ganzen Tag hier rumlaufen, da haben wir nichts davon. Hier sind wieder zwei gelaufen, Mats Powischer und okay, die habe ich ja gerade hingeschickt. Da müssen wir echt darauf achten, dass die nicht zu lange laufen, weil sonst verletzen die sich nämlich während dem Training schon. Das müssen wir auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Boah, Franco Frodo ist auch voll fertig. Holy Crap, so. Interessant wäre zu wissen, ob wir das nicht irgendwie rauslöschen können. Wenn wir jetzt sagen, okay, das haben die heute trainiert, wieder alles löschen und beim nächsten Mal stellen wir es wieder ein. Versteht, was ich meine, ne? Das wäre natürlich ideal. So, dann am nächsten Tag erstmal mit den Jungs wieder von vorne anfangen und wieder alle verteilen. Also, auf geht's, die gehen wieder zu diversen Events. Mal kicken, dass wir jetzt denen ihre Bedürfnisse auch erfüllen, was die so brauchen. Ah, ist halt nicht so einfach, ne? Wir müssen mal gucken, wie ist denn die Aufstellung beim nächsten Spiel.
Da sind die ganzen Verletzten. Max Power ist auch schon wieder verletzt. Ich muss echt aufpassen, die nicht ständig laufen zu lassen. So. Molotow, der haut drauf. Alles klar, das passt. Ja, den Rest müssen wir mal so laufen lassen. Die sind zwar auch alle ziemlich müde, wir müssen die echt fit kriegen wieder. Das heißt, wir machen mal einen Tag weniger Training. Das wird wohl die Lösung sein. Okay. So, jetzt gucken wir mal, was die so machen, die Jungs. Wer ist denn im Fanclub? Jetzt, wenn die jetzt im Fanclub sind, hier, Max Power. Dann muss ich hier auf... Oder muss ich dann... Moment. Ich dachte, ich muss das dann irgendwie auswählen. Damit das funktioniert. Bei der Disco ging das doch... Oh, wer ist denn das in der Disco? So. Partys. Disco-Fieber. Da haben wir Pervers zum Beispiel. Wie war denn das, dass ich die Jungs... Beim anderen habe ich ja, dann hat es jetzt so aufgeladen, das habt ihr gesehen. Mal gucken nochmal, ob es hier nochmal ging. Wo war das? Im Restaurant? War das im Pub? Im Restaurant? Ich glaube, im Pub war das, ne? Wo ich das gemacht habe beim ersten Mal. Mit dieser hier, genau. Hier, guck mal, wenn ich hier gedrückt halte, lädt sich's auf. Und dann gibt es Speed Dating. So. Und hier geht das auch. Jetzt gucke ich mal, ob es hier drüben auch nochmal geht. Wenn ich hier im Fanclub. Aber das ist schon erfüllt, da ist schon ein Haken drin. Also aufladen kann man hier nichts mehr. In der Disco können wir mal kurz reingucken, ob wir da noch mal was machen können. Ja, läuft einfach so, wie es läuft. Okay, dann gucken wir mal, was wir noch haben. Im Casino vielleicht, können wir da noch irgendwas tun? Hier zum Beispiel, genau, triff einen Spieler. So. Ah ja, guck, jetzt habe ich das gemacht. Ah, und jetzt werden die, jetzt haben die Tische weggeräumt. Und dann kannst du hier ins Rampenlift, Rampenlift gehen. Ins Rampenlicht. So, triff einen Spieler. Jetzt brauchen wir nur einen Spieler, der das braucht, ne? Der ganz gerne im Mittelpunkt steht. Und ich denke mal, Max, oder? Der ist doch so ein Mittelpunkt-Fanatiker. Der ist gar nicht da. Klaus Thaler, Emre Can. Müsste man jetzt wissen, ne? Welche Spieler das sind. Das wissen wir ja noch gar nicht so genau. Persönlichkeit. Bedürfnisse. Der Spieler. Die hier doch eigentlich, oder? Die Jungs. So, wen haben wir denn da? Aschermittwoch haben wir hier. Komm, wir nehmen mal Ascher. Und schicken den jetzt hier hin. So. Er freut sich. Ah ja, schaut mal. Er freut sich sofort. Weil er jetzt im Mittelpunkt steht. Hier ist das. Ah, Christian Stender ist auch schon da. Sehr cool. Okay. Easy peasy. Haben wir das? Christian ist da. Wen haben wir noch da? Wer quatscht da noch? Aschermittwoch. Christian Stender. Jetzt quatscht der Ascher. Mit der versammelten Casino-Meute. Cool, cool, cool. Hauptaktivität Ego. Hier sehen wir auch die Aktivitäten Alkohol. Essen. Na, Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank haben wir im Pub so viele. Im Puff. Essen im Restaurant. Fanclub Ego. Disco. Partys. Alles klar. Dann sind wir schon wieder im nächsten Spieltag. Bis gleich.